bin Stefano Garbin, gelernter Elektroingenieur an ETH mit einem Nachdiplomstudium in General Management an der HSG und seit 2009 führe ich als CEO die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerk AG. Mich hat schon immer die breite Fächerung von Energie mit allen Facetten interessiert. Wie man sie erzeugt, wie man sie nutzt. Die Energie bedeutet Lebensqualität. Lebensfreude bedeutet Zukunft. Energie ist der Motor von unserem Wohlstand. Bei der SAK ist die Energiewende immer omnipräsent. Die Versorgung der Menschen ist in den letzten 100 Jahren in Form von elektrischer Energie unser Kerngeschäft. Dennoch stellt uns die Energiewende vor eine Herausforderung. Kernenergie wird langsam abgebaut und dafür müssen wir erneuerbare Energien zubauen. Es ist essentiell, dass wir jetzt neue Stromkraftwerke bauen können. Die SAK investiert seit mehreren Jahren in Zukunftsmärkte in die Energiewende der Ostschweiz. Unser Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft machen wir mit diversen Grossprojekten. Hier zum Beispiel im Rechenzentrum haben wir eine Aussenhülle mit Photovoltaikpanelen. Wir haben eine spezielle Kühlung, die wir hier einsetzen. Und mit dem ist das Datacenter eines der grünsten Datacenter in der Schweiz. Im appenzellischen Jakobsbad haben wir 2020 ein 4000 Quadratmeter grosses Solarfaltdach-Romberg realisiert. Ebenso haben wir im gleichen Jahr eine Wohnüberbauung in Schmirken, unser erstes Multi-Energiesystem umsetzen können. Im Sommer 2021 haben wir das drittgrößte Wasserkraftwerk in St. Gallen im Flums wiedereröffnen können. Dort haben wir die innovative Technologie, die BIM-Methode einsetzen für Planung und für Bau. Und nicht zuletzt werden wir schweizweit das zweite Wasserstoffproduktionsanlage bauen können. Und wir werden es im Sommer 2022 in Betrieb nehmen können. Damit uns die Energiewende gelingt, braucht es aber vielseitiges Engagement und gemeinsame Anstrengungen. Mit einer guten Zusammenarbeit mit der Baubranche wird es gelingen, gemeinsam mehr Bauobjekte und Liegenschaften auch als kleine Kraftwerk auszustatten. Die Energie, die man dort gewinnen tut, die kann man dann nachhaltig auch nutzen. Es braucht aber auch das Commitment von Politik und auch von der Gesellschaft sowie verlässliche Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, die den Ausbau von erneuerbaren Energien auch unterstützen tut, wie zum Beispiel Windkraft. Nur so können wir die gemeinsamen Ziele der Energiestrategie 2050 umsetzen.